ich heiße Moritz, bin 6 Jahre alt und spiele Melodika. Ich heiße Lotte und bin 6 Jahre alt und spiele auch Melodika. Ich bin Lukas, ich bin 9 Jahre alt, ich spiele Melodika, aber ich spiele mittlerweile auch schon Akkordeon. Also ich bin die gute Schüssler, ich unterrichte Akkordeon, Klavier und Melodika. Zur Melodika bin ich eigentlich gekommen, weil ich selbst als Kind damit angefangen habe. Das war mein erstes Instrument. Und ich unterrichte also jetzt schon sehr lange. Und ich habe dann irgendwann im Kindergarten die Idee bekommen, die Vorschulkinder an der Melodika zu unterrichten. Haben wir dann mit unseren Kindern jetzt eben das Känguru-Lied vom kleinen Känguru dann gespielt. Melodika kann ich nur wärmstens empfehlen als Vorinstrument, als erstes Instrument, weil es ist sofortige Ansprache, also kein Quietschen oder Pfeifen. Der Ton kommt sofort klar. Es ist eine ganz tolle Weiterführung zum Beispiel fürs Akkordeon. Die Anfängerinstrumente haben den gleichen Tonumfang wie die Melodikas. Also jetzt können die Kinder sofort das auch die Lieder, die sie schon auf der Melodika gespielt haben, auch auf dem Akkordeon sofort umsetzen. Und das ist dann ein Riesenerfolgserlebnis dann auch für die Kinder. Bei den Vorschulkindern hat ja natürlich ein Problem, die können noch nicht lesen und schreiben. Und dann habe ich mit der Zeit auch selbst ein Schulwerk entwickelt. Und dann auch verlegt, dass die Kinder das auf eine ganz spielerische Art dann lernen können. Sie lernen Noten lesen, Noten malen. Jeder neue Ton wird zuerst mal gemalt. Die Lieder, die im Heft sind, sind sehr kindgerecht, machen Spaß, Rhythmik, Schulung, alles dabei. Die Kinder spielen ungefähr ein Jahr lang Melodika. Dann haben sie 5 Töne, 5 Finger, 5 Töne, also heißt übrigens auch die Melodika-Schule dann. Und dann sind sie einfach auch fit, die haben die elementare Musiklehre damit schon gelernt. Sie können die 5 Töne schon spielen und dadurch können sie problemlos auf Akkordeon, auf Klavier alle Tasteninstrumente wechseln. Und durch die Blastechnik wird es auch sehr oft als Vorinstrument für eben Blasinstrumente auch verwendet. Die Kinder werden eigentlich immer in Gruppen unterrichtet, ja, im Kindergarten sowieso. Und dann später, wenn sie dann in die Schule kommen, geht es im Verein dann noch weiter, aber auch im Gruppenunterricht, weil sie sich gegenseitig einfach motivieren. Es macht einfach mehr Spaß, in der Gruppe zu üben, zu lernen, auch für uns Lehrer zu unterrichten. Ja, dann kann man die eine Hälfte singt, die andere spielt oder eine Hälfte klatscht. Da ist dann immer Action für alle Kinder und es macht wesentlich mehr Spaß einfach in dieser Altersklasse sowieso in der Gruppe.